Ja, also wieder bei Pokémon Platin. Manchmal vergesse ich einfach, was ich überhaupt spiele in der Fairlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir uns hier zumindest bis nach Weideburg schon mal fast durchgekämpft. Wir müssen auch hier und da ein paar Pokémon oder ein paar Trainer besiegen. Man sieht, kleine Änderungen im Team. Ich habe Girock rausgenommen und dafür Reptain mit reingenommen. Hat immerhin den Megasauger gelernt. Ich glaube sogar auf 29 schon die Laubklinge. Also wir haben auf jeden Fall dann ein gutes Pflanzen-Pokémon, dass sie sich endlich mal mit den ganzen Wasser-Pokémon anlegen kann, die mich hier noch erwarten werden. Zum Beispiel von diesem Angler. Ja, toll. Toll. Dachte ich, du bist hier voll der fette Kämpfer und so, und dann will er nicht kämpfen. Dann kämpfen wir halt gegen diese Schönheit, die höchstwahrscheinlich keine Wasser-Pokémon hat. Deswegen Rappling jetzt schon wieder, ja, unnötig war. Hm. Böp, böp, böp. Egal. Reptain ist ein cooles Pokémon. Deswegen benutze ich es auch liebend gerne. Wahrscheinlich gar nicht mal so viel Schaden machen, oder? Was? Ohne Crit und alles? Was? Okay. Reptain, die habe ich ja gerade voll unterschätzt. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht so ein 4-Hit-KO oder so. Du machst einfach mal einen 2-Hit daraus. Okay. So wild greifst du an. Ja. Willst du auch noch kämpfen? Nee. Ja, hier können wir zertrümmern. Knatsch. Oh. Das ist praktisch. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Unser Routen-Pokémon für Route 213, glaube ich, ist das jetzt hier. Ich gucke aber sicherheitshalber nochmal. Ja, das ist 213. Ist. Ein Stern, du. Das ist. Cool. Auf jeden Fall, ja. Ein Wasser-Pokémon mal wieder. Ein ziemlich cooles Wasser-Pokémon, um ehrlich zu sein. Und ein ziemlich starkes, so gerade als Starmie. Wo gibt es die Entwicklungssteine? Im Untergrund. Aber ich habe ein paar Entwicklungssteine, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke. So, Stern, du. Nenne ich dich denn? Moment, was ist die Nummer 5 im Periodensystem? Wasserstoff, Helium, Lithium. Ja. Gut, dass ich das Periodensystem auswendig weiß, ja. Ich bin nämlich echt voll informiert. Fast schon ein bisschen. Leo. Schauen wir mal. Ich brauche nochmal eben die Nummer 5. Beryllium? Oder Bohr? Ne, Beryllium kommt, glaube ich, erst später. Nummer 5 ist Bohr. Beryllium ist die 4. Okay. Das heißt, dich nehmen wir einfach dann. Wir nennen dich einfach Boron. Ich wollte nicht den Spitznamen dahin schreiben auf meine Liste, sondern das Pokémon. Okay. Ich muss wieder ein bisschen mehr Chemie lernen. Du bist Boron. Klingt irgendwie cool. Vielleicht. Okay, und dann gehen wir gleich noch auf Route 212, fangen uns dort auch noch unser Routen-Pokémon und dann haben wir erstmal ein paar. Haben wir eigentlich, jetzt wollen wir gerade drüber nachdenken, südlich von Herzhofen schon was gefangen? Das ist 212. Ah, das ist alles 212. Ja, gut. Das heißt, wir kriegen auf dieser ewig langen Route nur ein einziges Pokémon. Das ist ein bisschen schade. Aber was will man machen? So, da ist sonst auch nichts weiter. Dann gucken wir mal. Fällt mich jetzt unser Rivale an? Was hast du eigentlich hier zu suchen? Ach, der Weide. Stimmt, der Großmann wäre auch noch.
Gott, gerade was denn das macht, viel Krach macht. Ein krachender, knallender Job für Team Galactic. Wenn du meinst, gut, dann können wir eigentlich gleich noch im Großmaul ein bisschen was jagen. Nehmen wir noch die Bären mit. Hatte ich das erklärt mit dem Großmaul, wie wir es machen? Großmaul hat ja 6 Gebiete. Und wir werden in jedem Gebiet safe ein Pokémon fangen. Und uns aus diesen 6 Gebieten werde ich dann eins von denen aussuchen. Und safe fangen heißt wirklich, wenn ich eins sehe. Und war das ja auch, dass sie wie in der Safari-Zone weglaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wenn ja, wenn ich eins sehe, was ich dann auch dementsprechend dann als Encounter habe, dann werde ich das auch nochmal suchen, wenn es mir abhauen sollte. Und wir da werden dann daraus quasi das für dieses Gebiet machen. Ich habe eine Herzschuppe, ne? Ja. Können wir jemandem eine alte Attacke beibringen? Weiß nicht. Chloris. Was willst du denn lernen? Was kannst du lernen? Never mind. Ich behalte die mir mal. Können wir mal gucken. So. Suchen wir nochmal einen Typ vom Professor? Ich studiere noch selten Pokémon im großen Moor. So, wie war das hier? Kommen auch wilde Pokémon? Oder wo kommen die? Hier. So. Unser Pokémon für Route 212 ist ein Dupes. Das haben wir nämlich schon. Dementsprechend gehe ich, bevor du dich in die Luft jagst. Ich sollte vielleicht Plutonia gleich noch heilen. Voll. So. Pokémon Nummer 1 war schon mal Dupes. Nummer 2. Ein Fukano. Das ist cool. Boah, doch. Dich nehme ich gerne mit. Arcanine ist auch so ein Pokémon, was ich so ziemlich nie benutze. Traurigerweise. Aber mittlerweile ist der Drachenwut echt perfekt zum Schwächen. Ganz locker in den gelben Bereich und dann schmeiße ich mein Bällchen und alles ist gut. Wie nenne ich dich denn dann gleich? Nehmen wir doch einfach mal Phosphor. Nehmen wir Phosphor. Joa, ich glaube, Phosphor kann gut brennen. Und brennt, pass mal. Du bist dann männlich. Also bist du nun Phosphorus. Das klappt, passt sogar ziemlich gut da rein. So. Okay. Hätten wir dann auch Fukano. Jetzt muss nur noch hier wieder rauskommen aus dem Gras. Hätte ich sogar schon fast lieber gehabt als Fukano. Wenn ich ehrlich bin. So Kabuto wäre aber auch stylisch. Jetzt lass mich nur noch hier durch und weg. Jetzt nur noch an dir vorbei. Du guckst nämlich nicht. Tust du doch, aber du willst nicht kämpfen. Alles gut. Ist irgendwas versteckt? Nicht? Ah, doch. Ich wollte schon sagen, wäre schön, wenn da unten nichts gewesen wäre. Okay, dann auf zum Großmoor. Dann können wir in diesem Partner hier und da ein paar Pokémon fangen und im nächsten dann die Arena durchrocken. So, war das hier so? Aus dem Safari-Spiel. Ja. Safari-Bell. Okay, das heißt wirklich, dann machen wir es wirklich wie in der Safari-Zone. Das erste Pokémon, das wir sehen, das werden wir auch safe fangen, selbst wenn es weglaufen sollte. Und wir suchen uns dann eins aus den Ganzen. So, das ist Areal 6. Das ist das ganz unten rechts. Ich sage jetzt auch erstmal nur Pokémon. So, hier kriegen wir Duflor. Na dann. Auf dass du drin bleibst, Duflor.
Oder auch nicht. So ein Spaß, dich zu fangen. Eigentlich wollte ich gerade Matsch werfen. Hat nicht so ganz funktioniert. Wo ist eigentlich der Namensbewerter, so ich drüber nachdenke? Namensbewerter. Wobei, nee, wir machen es anders. Ich benenne einfach jedes der 6 Pokémon, die wir fangen, gleich. Und eins von denen wird es dann einfach. Kannst du wenigstens mal wackeln? Habe ich das Gefühl, dass Tiefel hat keinen Bock auf uns. Und plötzlich bleibt's drin. Ich habe auch schon wieder den perfekten Namen, sage ich euch, ne? Ich sag's euch. Bester Name. Und zwar, wir nennen es, das Pokémon, was immer, was wir hier fangen, nach Ethanol. Einfach weil man eh nie weiß, weil wir ja nicht wissen, was hier passiert. Und wenn man genug Alkohol zu sich nimmt, weiß man auch nicht mehr, was man da so macht. Dementsprechend, du bist jetzt einfach nur Ethan. Weil alle männlichen werden wir jetzt einfach Ethan nennen und alle weiblichen Ethana. Oder so. Wow. Ich komme ja aus dem Matsch nicht mehr raus. Okay, alternativ wären die Dorino. Nein, ich wollte keinen Köder werfen. Ja, frisst du konzentriert. Ich gehe so lange da noch. Okay, das war unser Pokémon für unten rechts. Dann unten links. Gibt sogar ein Item noch rum. Ein Superball. Gerne. So. Hier gibt es Safcon. Ich weiß schon, was ich wahrscheinlich nicht nehmen werde. Da ist Duflo schon so ein bisschen cooler. Wie der einfach nicht drin bleibt. Ich frage mich gerade, kann Safcon überhaupt so literally weglaufen? Oder rollt er sich dann einfach im Matsch davon? Wie darf ich mir das dann vorstellen? Könnte witzig sein. So. Kannst du bitte einfach drin bleiben, Safcon? Du bist nur ein Safcon. Du hast eine Fangrate von, weiß ich nicht, 150 oder so. Wahrscheinlich hat es viel mehr. Also weniger. Es ist schwerer zu fangen dadurch. Es hat keine Fangrate von 3, wie so ein Legi. Danke. Also bisher ist Duflo noch das, was ich am ehesten nehmen würde. Übrigens, die Pokémon, die wir nicht nehmen werden, die zählen übrigens nicht für die Dupes Claws später. So. ET suche ich. So, du bist da nicht Ethan, sondern Ethana. Ich hätte nicht sogar irgendwie noch eine Falme oder so hier im Großmoor von irgendjemanden. Von dir der vielleicht sogar. Nee, nur ein Purpurstück. Na gut. Dann fahren wir einmal Areal 4 hoch. Toff. Ist eigentlich auch nachgeschritten? Oder nur bis meine Safari-Bälle vorbei sind. Zählt er jetzt hier schon als Areal 4? Oder ist es noch Areal 6? Mal kurz mal so das gucke. Es ist halt die gleiche Wiese wie die hier, ne? So rein theoretisch. Ja gut, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in 6 unten.
Ich würde einfach sagen, da wo ich aussteige, bin ich nach ganz oben gegangen, oder? Da wo ich aussteige, das zählt aber wirklich, das Areal. Wenn es nicht wirklich danach aussieht, aber... Wenn Spiel mir sagt, da geht's Areal 4, dann ist es da wohl auch so. Na gut, machen wir erstmal hier oben weiter jetzt einfach, wenn wir eh gerade hier sind. So, das ist das Areal oben links. Ein Burmi. Ich weiß nicht, ob Burma-Dame vielleicht mal was wäre. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich habe noch nie mit Burma-Dame gespielt. So. Gibt es eigentlich irgendwelche mathematischen Berechnungen, wie groß da wirklich die Chance ist, wenn man so einen Matschball wirft auf die Fangrate? So, Burmi, du bist jetzt auch erstmal wieder ein Ethan. Ich glaube, am ehesten ist es jetzt aber immer noch Duflor. Hey, Moment, da ist das Haar. Ja, bisher ist Duflor noch der Sieger. Der Sieger der Herzen. So. Dann hier oben. In Gebiet oben rechts, das Areal 2. Sonfel. Okay. Das wäre auch mal was Interessantes. Ha. Huh. Ich glaube, aktuell tendiere ich eher zu Sonfel als zu Duflor. Das ist irgendwie cool. Vor allem ist Sonfel gerade auch eher das Offensive und nicht das Defensive von beiden. So, zack. Dann bist du auch wieder unser... Gut, du hast eigentlich gar kein Geschlecht. Dann nehme ich auch trotzdem einfach Ethan. Das klingt auch sehr neutral. Ethan! Und versunken. Fahren wir eben nochmal runter zu Areal 3. Jetzt haben wir die ganzen Items und so, die können wir uns ja irgendwann im Nachhinein noch holen. Wenn wir hier mit Schutz durchlaufen und gerade nicht auf Pokémon-Suche sind. So, das Areal Mitte links. Hier haben wir Felino. Joa. Prinzipiell auch nicht schlecht. Aber hatten wir auch schon mal. Also Morlo. Und tschüss. Was? Ich war gerade kurz erschrocken. Als plötzlich die Legi-Musik losging und dachte mir auch nur noch, was? Nee, unser Encounter hier ist eigentlich Felino. Weiß die Frage, fange ich jetzt wirklich noch oder dürfen wir nur von denen auswählen, die wir auch gefangen haben? Eigentlich, wenn man so rein nach Nuzlocke geht, muss man einfach wirklich nur aus denen aussuchen können, die man auch gefangen hat. Mal ganz, ich sag mal, fair zu bleiben von den Regeln her. Also weiter zu suchen wäre schon wieder ein bisschen... Hallo Azurill. Bei dir wäre ich so noch nicht mal traurig, wenn ich dich nicht bekomme. Ja, eigentlich wäre es schon fairer für die Regeln, wenn man sagt, nur das, was man auch wirklich gefangen hat, da darf man auch aussuchen. Natürlich hat man dann natürlich das Pech vielleicht, gar nichts zu kriegen. Ja gut, du bist dann auch weg. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben ein paar Pokémon versucht zu fangen. Und ich glaube, von all denen gebe ich Sonfel die Chance. Das klang für mich bis jetzt noch am coolsten von allen. Ja, ich möchte gehen. Jo. Dann lassen wir die anderen eben noch frei.
Wie gesagt, die zählen dann eben halt auch nicht als Dupes. Sache Sonnenfeld könnt ihr auch für die Arena verwenden, oder? Für die Kampfarena. Das heißt, dich nehmen wir nicht. Oh, Safkon, oh Wunder, dich nehmen wir auch nicht. Und Burmi, dich nehmen wir auch nicht. Denn wir nehmen Sonnenfell. So, mal kurz notieren. So, schauen wir uns auch mal die letzten paar Pokémon an, die wir jetzt mal gefangen haben. So, Stern, du hast sogar einen Sternstaub und Erleuchtung, wow. Und keine einzige Wasserattacke. Du hast eine Fragia-Beere bei dir. Mit Feuerfänger, das ist schick. Ein Flammenrad, das ist auch sehr gut. So, Sonnenfell, du bist ruhig, hast die Schwebe, hast gute Werte, ja doch. Und hast Steinwurf, Feuerwirbel und eine Psywelle zum Angreifen. Okay. Leider keine richtige Psychoattacke zum Angreifen, aber... Na gut, dann würde ich sagen, ich werde für den nächsten Part mal gucken, was wir für Hilda mal ins Team nehmen, also für die vierte Arena-Leiterin aus Schleierde, was man da vielleicht Schönes machen kann. Ich glaube, aktuell aus unserem Team könnte allerhöchstens Azito was gegen die Kampfarena machen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr auf der Box, die da was machen kann. Naja, mal schauen. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.